Einladung. Freut mich sehr. Wenn ich jetzt eben über die Frage auf dem Weg zu einer neuen Normalität, Bildung während und nach Corona berichten will, möchte ich vier Themenbereiche ansprechen. Als erstes der Weg bisher, dann als zweites, was sind die wirtschaftlichen Folgekosten des möglicherweise ausbleibenden Lernens? Als drittes dann quasi die kurzfristigen Schritte für die Politik, also der weitere Weg während Corona. Und als viertes dann die längerfristigen Veränderungen für eine möglicherweise neue Normalität, also Bildung nach Corona. Das wären die vier Blöcke. Also ich fange an mit der Weg bisher, der erste Teil. Die Frage ist also, wie haben die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen verbracht? Wir haben dazu im Juni vom IFO-Institut aus eine Umfrage unter rund 1100 Eltern gemacht mit einer dezidierten Zeiterfassungserhebung. Auf den Punkt gebracht, was das zeigt, ist, die Zeit, in der sich die Kinder täglich mit der Schule beschäftigt haben, hat sich während der Corona-Zeit halbiert, von etwa 7,5 auf etwa 3,5 Stunden. Weit mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler haben höchstens 2 Stunden am Tag etwas für die Schule gemacht. 3/4 haben höchstens 4 Stunden gemacht. Und gleichzeitig sehen wir, dass Aktivitäten wie Fernsehen, Computerspielen und Handy die damit verbrachte Zeit von 4 Stunden auf 5,2 Stunden täglich angestiegen ist. Ich glaube kaum, und das sind ja auch so eher Tätigkeiten, sind sehr passiv, die sind sozusagen entwicklungspsychologisch eher Schaden für die Kinder und Jugendlichen. Es gibt natürlich auch Nicht-Lernzeiten, die durchaus entwicklungsfördernd sein konnten, sagen wir mal Lesen, kreative Tätigkeiten und Bewegung, aber da hat es kaum einen Anstieg gegeben. Die lagen bei 3,2 Stunden in der Zeit. Vielleicht recht überraschend bei Akademikerkindern, also Kindern, wo das Elternteil eben selbst einen Universitätsabschluss hat, war der Rückgang der schulischen Tätigkeiten rein zeitlich gesehen ähnlich stark wie bei den anderen Kindern. Nur der Anstieg der passiven Tätigkeiten war etwas geringer. Also wir sehen, dass es vor allem leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sind, die Lernen durch passive Tätigkeiten ersetzt haben. Also wenn wir einfach mal die gesamten Schüler nehmen und die einfach ihrer Schulnote mäßig in Mathe und Deutsch in die bessere und schlechtere Hälfte einteilen, dann sind die Kinder mit den unterdurchschnittlichen Noten, die haben in der Corona-Zeit 6,3 Stunden pro Tag mit Computerspielen und Ähnlichem verbracht, nur 3,4 Stunden mit Schule. Wir sehen, da ist einfach nicht viel passiert und da ist auch, oder in gewisser Hinsicht sozusagen, ist auch vieles Negatives passiert. Wir sehen darüber hinaus übrigens auch, dass Mädchen deutlich besser damit zurechtgekommen zu sein scheinen als Jungen. Bei den Jungen ist das noch deutlich stärker zurückgegangen. Was haben jetzt die Schulen generell gemacht? Das haben wir auch ein bisschen erfragt. Wie sieht denn das eigentlich konkret aus mit den Unterstützungsmaßnahmen in der Zeit? Es ist vielleicht schon recht erschreckend zu sehen, dass nur 6% der Schülerinnen und Schüler täglich Online-Unterricht hatten in der Zeit. Weit mehr als die Hälfte hatten das nicht mal einmal pro Woche. Und noch seltener ist es, dass die Schülerinnen und Schüler individuelle Kontakte mit ihren Lehrkräften hatten. Was die Schulen gemacht haben bei fast allen Schülerinnen und Schülern ist, dass die Aufgabenblätter wöchentlich verteilt haben und die sollten dann bearbeitet werden. Ist allerdings dann schon der Anteil derer, wo man dann noch Feedback, Rückmeldungen dazu bekommen hat, ist deutlich geringer. Und das ist möglicherweise eben auch ein Grund für das, was wir sehen. Wenn man einfach nur Aufgabenblätter bereitstellt, dann ist das für die besseren Schülerinnen und Schüler noch, kann man leidlich gut mit umgehen. Die schwächeren Schülerinnen und Schüler, denen fehlt eben genau das, was Schule ausmacht. Die Lehrerinnen und Lehrer, die etwas erklären, nochmal erklären, schauen, warum es nicht verstanden wurde. Und wenn man stattdessen einfach nur sagt, okay, lese das mal im Lehrbuch durch und dann macht die Aufgaben, dann sozusagen, wenn sie zumindest noch halbwegs motiviert waren, haben sie angefangen durchzulesen, haben nichts verstanden und dann war es auch das Ende damit. Wir sehen übrigens auch, was wir die Eltern auch gefragt haben, dass das für ein gutes Drittel der Eltern sagen, die Schulschließungen waren schon für die Kinder und genauso auch für die Eltern, das ist ein etwa gleich großer Anteil, eine große psychische Belastung. Das ist zwar eine Minderheit, aber die ist trotzdem relevant. Das müssen wir uns eben auch bewusst machen. Also wenn wir ehrlich miteinander umgehen, dann müssen wir uns eingestehen, das Homeschooling hat nicht gut funktioniert. Und da sollten wir auch keine Mythen aufkommen lassen, wenn die Kultuspolitiker zurzeit eben sagen, ist ja alles ganz gut. Ich glaube, das ist es eher nicht. Was wir eben in der ersten Zeit gesehen haben, ja auch insgesamt in Deutschland, wir waren relativ schnell darin, Baumärkte und Biergärten wieder zu öffnen, aber das war sozusagen schon da, bevor es überhaupt irgendwelche Konzepte dafür gab, wie man Schulen und Kindergärten wieder öffnen konnte. Da waren die Prioritäten aus meiner Sicht zunächst sehr falsch gesetzt, aber das hat sich mittlerweile geändert. Und ich glaube, der Weg, dass jetzt alle Kinder in die Schulen gehen sollen, wo immer das irgendwie möglich ist, der war und ist richtig. Und ich freue mich auch, dass unsere Bundeskanzlerin das kürzlich sehr klar betont hat. Die bisherigen Erfahrungen zeigen ja auch, dass sich die Neuinfektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen trotz der wieder geöffneten Schulen bis heute unterdurchschnittlich entwickeln. Von daher finde ich so eine öffentliche Fixierung auf Kitas und auf Schulen zum jetzigen Zeitpunkt eher unverständlich. Das lenkt eher von den eigentlichen Superspreading-Events ab,
die große Feiern mit unverantwortlichem Verhalten. Und es hängt auch davon ab, dass wir den Fokus auf den Schutz der Risikogruppen etwa in den Altenheimen legen sollten. Natürlich, das soll man nicht verschweigen, gibt es auch in den Schulen lokale Ausbrüche, aber sie sind keine systematischen Hotspots. Auch die epidemiologische Forschung dazu weltweit hat gezeigt, dass Kinder gerade bis im Grundschulalter sich sehr selten anstecken und auch nicht selbst ansteckend sind. Bei den Jugendlichen ist das schon stärker der Fall, aber auch nicht so hohe Raten wie bei den Erwachsenen. Und schwerwiegende Infektionsverläufe sind bei Kindern und Jugendlichen zum Glück extrem selten. Insofern sozusagen, was bedeutet das jetzt aber sozusagen? Es ist sozusagen, möglicherweise gibt es da Ansteckungen, aber warum müssen wir die Schulen aufrechterhalten? Da zeigt eben die Forschung, dass das extreme wirtschaftliche und nicht nur wirtschaftliche Folgekosten hat, wenn es zu Lernverlusten kommt. Und das ist jetzt der zweite Teil, wo ich ein bisschen was zu sagen möchte, mein zweiter Punkt. Also die Schulschließungen, haben wir gerade gesagt, die haben die kognitive und vermutlich auch die sozial-emotionale Entwicklung vieler Kinder und Jugendlichen schwer belastet. Wie wird sich das jetzt eben auf die zukünftige Entwicklung der entsprechenden betroffenen Kinder und Jugendlichen auswirken? Da muss man wissen, in der empirischen Wirtschaftsforschung gibt es eigentlich kaum einen robusteren Befund als den positiven Einfluss von Schulbesuch und entsprechendem Kompetenzerwerb auf wirtschaftlichen Wohlstand. Wenn man das ganz konkret überlegt, woraus können wir was lesen, lernen? Es gibt Untersuchungen, die schauen sich die Kompetenzen von Schülern gegen Ende der Schulzeit an, testen die und folgen den Schülern dann in den Arbeitsmarkt und schauen sich an, wie es ein paar Jahre später sozusagen, wie viel die verdienen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie überhaupt einen Job haben. Und es gibt eine andere Art von Studien, die Erwachsene direkt gleichzeitig sozusagen ihre Kompetenzen testen, schauen, was sie gelernt haben und dann eben gleichzeitig den Arbeitsmarkterfolg beobachten. Und die beiden Arten von Studien, da gibt es sehr viele, kommen insgesamt zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Und insofern können wir da eigentlich, denke, schon recht wichtige und schlüssige Dinge daraus ableiten. Zusammen mit Eric Hanuschek habe ich zu den zu erwartenden Auswirkungen gerade in einem Bericht für die OECD, den man auch gerne nachlesen kann, versucht, das zu quantifizieren. Und wir denken eben, die Forschung legt tatsächlich nahe, dass die entstandenen Lernverluste dauerhafte wirtschaftliche Auswirkungen haben werden, sowohl für die betroffenen Schülerinnen und Schüler als auch für die Volkswirtschaften insgesamt. Geht man etwa davon aus, dass wenn ein Drittel eines Schuljahres an Lernen verloren geht, so geht dies entsprechend der Forschung über das gesamte Berufsleben gerechnet im Durchschnitt mit rund 3% geringeren Erwerbseinkommen einher. Für die Volkswirtschaften insgesamt könnte das geringere langfristige Wachstum, was durch diese Verluste zu erwarten ist, zu einem um durchschnittlich 1,5% niedrigeren Bruttoinlandsprodukt über den Rest des Jahrhunderts, also sehr langfristig gerechnet, führen. Für Deutschland wären das etwa 2,5 Billionen Euro. Also die Folgekosten hier sind schon, wenn man bereit ist, nicht so kurzfristig zu denken, sondern langfristig zu schauen, sehr groß. Diese wirtschaftlichen Verluste werden von den benachteiligten Schülerinnen und Schülern stärker zu spüren sein, das haben wir angesprochen. Und sie würden weiter zunehmen, wenn die Schulen eben wieder geschlossen werden müssten. Man kann sich natürlich fragen, gut, ist das denn nicht so, wenn wir es über Schulen geschlossen sind, kann man das jetzt, wenn wir wieder Schulen offen haben, denn nicht nachholen? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube aber, die Dauer der Schulschließungen, die wir gesehen haben, da wird das eher nicht zu erwarten sein. Da kann man auch aus der Forschung einiges lernen. Es gibt zum Beispiel mehrere Studien, die haben sich Schulschließungen aufgrund von Lehrerstreiks angeschaut. Da gibt es Studien zu Belgien, zu Kanada, zu Argentinien. Oder es gibt in Deutschland, in den 1960er Jahren hatten wir diese Kurzschuljahre, die sogar vorab geplant waren, wo die Kinder halt weniger lang zur Schule gegangen sind, um die Schulferien in den Sommer anzugleichen in den verschiedenen Bundesländern. Oder es gibt eine dritte Gruppe von Studien, die schauen sich vor allem für die USA und Kanada an, die sehr langen Sommerferien, wo die Schulen zum Teil für bis zu 3 Monate geschlossen sind. Und aus all diesen drei Bereichen sehen wir das Ausbleiben der Schulunterricht, die Kompetenzentwicklung und letztendlich auch den zukünftigen Arbeitsmarkterfolg dauerhaft schmälert. Also da sieht man sehr langfristig und ich glaube, irgendwann ist es soweit, dass man das eben nicht einfach wieder aufholt. Und damit komme ich zu meinem dritten Teil der Frage: Was sind die kurzfristigen Schritte für die Politik? Was lernen wir daraus? Was können wir machen? Was ist der weitere Weg jetzt während Corona? Und vielleicht ist es wichtig, sich zunächst mal einfach zu definieren, was muss das Ziel sein? Ich denke, das Ziel muss sein, dass alle Kinder und Jugendlichen lernen können müssen. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man sich auch überlegen, was sind jetzt die Möglichkeiten, die Optionen, die da drin sind. Ich möchte auch einmal kurz reflektieren, woran liegt es denn möglicherweise, dass wir so wenig Online-Unterricht und so wenig Lehrerkontakte hatten in Deutschland? Weil ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht glaube,
dass das vor allem daran lag, dass wir einen starken Mangel an Infrastruktur hatten, an Endgeräten, dass die Lehrerausbildung noch nicht entsprechend war oder auch, dass die Schülerinnen und Schüler noch nicht vertraut genug sind mit all den Dingen. Weil was wir gesehen haben, ist, dass es durchaus etliche Schulen an guten Beispielen gab, die das quasi innerhalb von wenigen Tagen umgesetzt haben. Wir alle sitzen zusammen, machen jetzt sozusagen, haben Meetings die ganze Zeit. Die Infrastruktur scheint durchaus zu funktionieren. Endgeräte hat man gesehen, dass das für einen sehr großen Teil der Schülerinnen und Schüler, die sowieso direkt Zugriff drauf haben. Und ich glaube, dann ist das Problem recht klein. Da kann die Politik sehr schnell sagen, okay, wer das eben nicht hat, da stellen wir das schnell bereit. Ich glaube, das wäre sehr leicht möglich. Darüber hinaus, zum Beispiel in den weiterführenden Schulen, haben de facto nahezu alle Kinder, alle Jugendlichen ein Handy zu Hause. Und allein damit schon kann man ja Online-Unterricht machen. Es ist ja auch so, dass gerade die Jugendlichen sozusagen, wenn sozusagen die Lernzeit zu Hause vorbei war, sich alle online zusammengemacht haben und sonst was gemacht haben. Daran fehlt es nicht. Ich glaube, woran es liegt, dass wir keinen Online-Unterricht gesehen haben und gerade eben auch kaum Lehrerkontakte, das kann man ja auch analog machen, liegt vor allem an einem Mangel an politischer Führung. Ich glaube, was wir hätten gebraucht hätten, wären klare Anforderungen, was von den Schulen und Lehrern erwartet wird und eine klare Kommunikation. Dann wissen auch die Eltern, was sie erwarten können. Und das hätte, glaube ich, dazu geführt, dass viel mehr Schulen und Lehrer die sozusagen klar gewusst hätten, okay, darum geht es jetzt, das müssen wir machen. Stattdessen ist die Verantwortung zumeist auf die Schulen abgewälzt worden. Und da brauchen wir klarere politische Vorgaben. Was wären die Prioritäten für die künftige politische Antwort? Zunächst mal möchte ich sagen, zwei Dinge an ganz pragmatischen Antworten, die sind am unmittelbarsten und auch am offensichtlichsten. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das Erste ist, wir müssen sicherstellen, dass wo immer es irgendwie epidemiologisch machbar ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die Kinder in die Schulen gehen können, unter Beachtung der Schutzmaßnahmen natürlich. Diese Aufrechterhaltung des Zugangs zu den Bildungseinrichtungen ist extrem wichtig. Das heißt zum Beispiel auch, wir sollten eigentlich nie ganze Schulen, geschweige denn Städte oder Regionen dicht machen, sondern wir müssen die Schulklassen als epidemiologische Gruppenverbände verstehen, wo dann, sobald es zu Inzidenzen kommt, die in Quarantäne gehen können. Wir brauchen sicherlich auch eine viel klarere systematische Teststrategie, die könnte uns auch viel helfen, dass wir dabei bleiben können. Und dann eben, wo immer das nicht möglich ist, wo eben es epidemiologisch beraten ist, dass Kinderklassen nicht in die Schule gehen können, dann brauchen wir de facto den Schalter umgelegt, dass täglich Online-Unterricht durchgeführt wird, anstatt die Kinder wieder so allein zu lassen, wie das in der bisherigen Phase geschehen ist. Hier braucht es klare Anweisungen. Wir wollen einfach verpflichtenden Online-Unterricht bei Schulschließungen. Und das muss natürlich jetzt vorbereitet werden. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob die Schulen überall dafür bereit sind, obwohl man hätte das spätestens in den Sommerferien komplett vorbereiten können, dass die Konzepte da sind, die Geräte da sind, dass man weiß, wenn es dazu kommt, wir einfach wissen, okay, ab morgen machen wir jetzt eben Online-Unterricht. Die Lehrer wissen, was sie zu tun haben, die Schüler wissen, was sie zu tun haben. Wir brauchen auch einfach dann klare Anweisungen, dass die Lehrkräfte täglich Kontakt mit ihren Schülerinnen und Schülern suchen müssen. Das darf nicht wieder gehen, dass das nicht stattfindet. Und das gilt ganz besonders für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, die besonderer Förderung bedürfen. So, neben diesen beiden sozusagen recht simplen, pragmatischen Punkten gibt es ein paar weitere, die auch in der kurzen Frist wichtig werden. Wir brauchen Zusatzförderung, damit die Lernverluste, die entstanden sind, aufgefangen werden können. Das heißt eben gerade Kinder und Jugendliche mit Lern- und Leistungsrückständen müssen extra gefördert werden. Da geht es darum, den Stoff nachzuholen und ganz besonders die Grundlagen. Also es sollte so eine Fokussierung auf die Basiskompetenzen geben, ich sage mal drauf, so mathematische und sprachliche Vorläuferfähigkeiten, auf denen weiteres Lernen basiert. Weil wenn man das nicht hat, dann klappt es nachher nicht weiter. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Randelemente, die zwar auch wichtig und gut sind, aber auf die wir möglicherweise in der aktuellen Situation sagen müssen, okay, genau auf die verzichten wir, aber das sollten wir nicht dem Zufall überlassen, sondern planen und entsprechend halt die Bildungs- und Lehrpläne des kommenden Jahres oder diesen Jahres anpassen. Vielleicht ein weiterer Aspekt von dem, was ich eingangs gesagt habe, ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Schüler jetzt mit deutlich größerer Ungleichheit in der Vorbereitung reinkommen, weil gerade die lernschwachen Kinder wenig gemacht haben und die besseren sogar mehr. Das heißt, wir sollten es auch nutzen, dass wir einen stärker individualisierten Unterricht machen können. Innerhalb des Klassenraumes sozusagen ein Teil der Kinder sozusagen die Grundlagen als Ziel haben, damit die gut eingeübt werden können. Aber es gibt dann auch immer Schüler, die haben das sofort begriffen und dann sollte man dabei nicht stehen bleiben, sondern denen viel herausforderndere Dinge in den jeweiligen Bereichen geben. Gute Pädagogik kann sowas machen.
Ein Punkt, der mir auch, letzter Punkt für die kurze Frist sozusagen sehr wichtig ist. Ich glaube, wir müssen die üblichen Test- und Prüfungsverfahren, also die Klassenarbeiten, alles weitere, im ganz normalen, üblichen Umfang direkt wieder aufnehmen. Weil ich glaube, was wir auch gesehen haben, dass das große Anreizeffekte für die Schülerinnen und Schüler hat. Man muss wissen, es wird bald überprüft. Es ist auch jemand da, wen es interessiert, ob wir es gelernt haben oder nicht. Das hat schon einen Schub für viele Schülerinnen und Schüler zu sagen, okay, dann setze ich mich jetzt hin und mache auch was. Okay, und damit möchte ich an den letzten Teil kommen, den vierten Teil, die langfristigen Veränderungen für eine mögliche no neue Normalität von Bildung nach Corona. Und da ist natürlich das Offensichtlichste, was man hoffen kann, ist, dass Corona für einen Schub für die Digitalisierung der Schulen sorgen kann. Da geht es um ein ganzes Bündel. Es geht eben um die Infrastruktur, um Endgeräte, um Konzepte, um Lehrerfortbildung. Und das bedarf, da bin ich mir sehr sicher, zentraler Steuerung. Also es muss sozusagen, es kann nicht jede Schule einzeln machen. Wir machen es ja auch nicht so, dass, ich sag mal, ein Konzern sagt, okay, jede meiner lokalen Einheiten darf jetzt selber sich ein Digitalisierungskonzept entwickeln. Nee, das ist extrem ineffizient. Und führt auch nicht zum Ziel, sondern hier brauchen wir schon Führungsaufgabe. Und am besten wäre, wenn das eben auch nicht mehr jedes Bundesland einzeln macht, sondern die sich koordinieren und gemeinsam da Rahmenregelungen setzen für Standards, für Hardware und Software, für die entsprechenden Konzepte, wie das pädagogisch umgesetzt werden kann. Wie das konkreter aussehen kann, da haben wir kürzlich in der Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina einiges zu gesagt unter dem Titel für ein krisenresistentes Bildungssystem. Die zeigt Maßnahmen auf, um das bestehende Bildungssystem eben gerade unter Krisenbedingungen widerstandsfähiger und flexibler zu machen. Was das also zum Beispiel in diesem Anwendungsbereich der Frage der qualitativ hochwertigen Nutzung digitaler Technologien bedeutet, ist eben, dass wir zunächst mal pädagogische Konzepte des Blended Learning gebrauchen, wo wir eben Präsenzlernen und Distanzlernen miteinander verzahnen. Das ist, glaube ich, auch einiges, was eben wirklich neu ist und entwickelt werden muss. Wir brauchen dann, und das ist Aufgabe der Ministerien, eine Bereitstellung von geeigneten, sicheren und auch datenschutzkonformen digitalen Infrastrukturen. Und wir brauchen, damit das langfristig auch gut funktioniert, eben Anpassungen in der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Das heißt, wir müssen das pädagogische Fachpersonal dabei unterstützen, digitale Medien professionell einzusetzen. Die Realität ist hingegen, und das muss man sich schon bewusst machen, dass zum Beispiel wir im letzten Sommer der Digitalpakt Schule beschlossen wurde. Dafür wurde extra das Grundgesetz geändert. Und von den dort bereitgestellten Mitteln wurden eben bisher weniger als 1 Promille abgerufen. Es geht also nicht darum, dass einfach die Mittel fehlen, Geld fehlen, sondern es geht hier ganz ehrlich um ein ziemlich tief sitzendes Verwaltungsversagen. Und ich sehe auch nicht so ganz, dass etliche der neuen Programme, die jetzt kurzfristig aufgelegt wurden, dieses Grundproblem angehen. Und das heißt, wenn wir das nicht angehen, dann werden unsere Kinder und Jugendlichen, werden die Schulen wenig davon haben. Jenseits der Digitalisierung vielleicht noch zwei, drei kleine Punkte, die ich auch noch erwähnen möchte, die vielleicht Hoffnung für eine neue Normalität geben könnten. Als erstes brauchen wir Konzepte zur Stärkung der Kooperation und Kommunikation mit Eltern und Familien. Da geht es eben darum, dass sich die Schulen eben mit den Familien stärker über die pädagogischen Ziele, über die Methoden und über anregende Lernbegleitung austauschen. Das kann viel helfen. Das war immer schon so, aber das kann jetzt vielleicht einen Schub dahin geben, weil man gesehen hat, das hat nicht so gut funktioniert. In vielen Fällen war es so, dass die Schulen Familien überhaupt nicht angetroffen haben oder die Lehrer überhaupt sozusagen gar keine Regelung hatten, wie sie die Eltern ansprechen können. Es ist also wichtig, die Familien stärker als bislang zu begleiten, zu unterstützen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Beispielsweise kann man dazu regelmäßige Sprechstunden, aber auch Coaching-Angebote oder auch Materialien denken. Ein weiterer Punkt ist, wir brauchen natürlich Reaktionspläne für zukünftige Pandemien. Da haben wir jetzt viele Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, das sollte man eben jetzt daneben planen, wie man in der Zukunft mit sowas umgehen kann. Und mein letzter Punkt, vielleicht kann man ein bisschen Hoffnung haben, dass wir zu stärker länderübergreifenden Rahmenregelungen und Standards in Deutschland kommen. Also die Länder sind überhaupt nicht eingeübt darin, verbindliche Kooperationen zu machen. Also diese Praxis gibt es eigentlich nicht. Es gibt aber in der Kultusministerkonferenz seit einiger Zeit Bestreben, möglicherweise einen Staatsvertrag über wichtige Dinge zu machen, die einheitlich geregelt sind. Jetzt wird wieder diskutiert, vielleicht doch kein Staatsvertrag, das ist zu verbindlich, wir wollen eher was Unverbindliches. Nee, ich glaube, hier ist es wirklich notwendig, dass wir die Verbindlichkeit von einem Staatsvertrag haben, den die Länder untereinander regeln. Dabei soll es dann nicht nur um Corona-Regeln oder um die Digitalisierung gehen, sondern zum Beispiel auch
um die Fächerauswahl im Abitur oder ganz besonders um einheitliche Bestandteile in den Abschlussprüfungen, etwa für ein gemeinsames Kernabitur. Das wäre natürlich etwas, was wir generell seit langem brauchen, wo Corona gezeigt hat, dass wir nicht gut aufgestellt sind und wo man nur hoffen kann, dass das jetzt ein Katalysator für eine neue Normalität werden kann. Vielen Dank. Es ist wie immer beim Föderalismus, das ist sozusagen ein Trade-off, ein zweischneidig. Sozusagen das eine ist natürlich, man will keine zentralen, einheitlichen Umsetzungen. Es ist natürlich so, dass alles, was man macht, zum Beispiel auf das lokale Infektionsgeschehen angepasst sein muss. Aber das hindert ja nicht daran, dass man sagt, dass wir uns deutschlandweit auf eine Regel einigen, dass zum Beispiel, wenn Inzidenz über 35, über 50 ist, dieses oder jenes passiert. Und das heißt dann eben, wir machen nicht überall gleichzeitig die Schulen zu. Aber dafür braucht man ja nicht unbedingt sämtliche Verantwortung auf niedrigere Ebenen geben. Nee, das kann man ja so regeln. Dann wissen zumindest auch alle, was Sache ist. Das Zweite ist natürlich, ich glaube, dass es schon auch ansonsten sozusagen, der Föderalismus hat ja die Chance, dass es so ein Wettbewerbsföderalismus sein kann, dass Verschiedenes ausprobiert wird und wir dann voneinander lernen und das dann besser machen. Und ich glaube, in Einzelfällen hat es das auch gegeben in der Zeit. Das muss man positiv sehen. Wenn es eben irgendwo nicht funktioniert, dann kann der andere schnell lernen und das eben entsprechend anders machen. Ich glaube, was schon eine Sache ist, die insgesamt schade dabei ist und die dazu geführt hat, dass wir so langsam in dem Bereich waren, ist, dass wir eben keinen nationalen Ansprechpartner dafür haben. Also unsere Bundesbildungsministerin hat sich zwar um einiges gekümmert, aber die ist dafür nicht zuständig, für die Schulen zum Beispiel. Und das heißt, wenn etwas jetzt eben in der Wirtschaft und so nicht funktioniert hat, dann hatten wir das in den Talkshows, da saß da ein Minister, der wurde vor die Wand gestellt und wenn dann nächste Woche das nicht geändert war, dann hat er ja ein Problem. Im Bildungsbereich haben wir das leider nicht. Wir haben zwar diese Talkshows, aber da ist dann keiner, dem man sagen kann, okay, jetzt wissen wir, es läuft nicht gut, es muss was geändert werden, nächste Woche muss die Lösung da sein. Das hatten wir leider nicht. Es war eher so, dass dann auch die Ministerpräsidentin mal in der Talkshow gesagt hat, ja, ist ja alles sehr wichtig, aber ich bin ja nicht zuständig. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Um die Frage geht allgemein Digitalisierung des Bildungssystems. Da gibt es sehr viele Vorschläge und Sachen. Es ist tatsächlich wieder fast mehr die Frage, wie kommen wir denn, dass das sowas auch umgesetzt wird? Und das ist tatsächlich eine große offene Frage. Da können wir auch vielleicht noch stärker reingehen. Aber ja, zum Beispiel haben wir vom Aktionsrat Bildung vor 2 Jahren ein großes Gutachten geschrieben, Digitalisierung im Bildungssystem. Da braucht man nur reinschauen, aufschlagen und das einfach machen. Zusätzlich ist natürlich, wenn wir jetzt über die Corona-Sachen nachdenken, das ist natürlich recht kurzfristig da und hat natürlich keiner so geplant. Aber zum Beispiel die Leopoldina hat eben da auch vorgeschlagen, dass gerade um im Digitalisierungsbereich voranzukommen, man eben einen entsprechenden Beirat, gerade wissenschaftlich besetzt, gründen sollte, der eben deutschlandweit da konkrete Vorschläge macht. Man könnte sowas recht schnell machen, wenn es gewünscht ist. Und selbst die Kultusministerkonferenz denkt laut darüber nach, dass man eben eigentlich da mehr so ein Expertengremium bräuchte in verschiedenen Fragen. Das helfen könnte, sozusagen da Hemmnisse mal zu überwinden. Das alleine wird das Wien nicht machen, aber ich glaube, es würde helfen, wenn da sozusagen ein nationaler Rat ist, der jetzt sagt, und zwar möglichst für nicht wieder das ganze Bildungssystem neu erfinden, konkret in diesem Bereich sein, das und das muss jetzt gemacht werden, weil dann ist schon auch ein Handlungsdruck da für die Länder, das zu tun. Ich möchte vielleicht ein bisschen mal konkreter sagen, woran es bewusst machen, warum es in diesem Bereich nicht so richtig weitergeht, dann habe ich auch nicht die einfachen Lösungen, wie wir es leichter hinkriegen, außer mit entsprechendem Führungswillen und das zu tun. Wir haben jahrelang, haben Bund und Länder darüber gestritten, wie wir das mit dem Digitalpakt Schule hinkriegen können. Allen seit Jahren bewusst, dass wir hinten anliegen in internationalen Vergleichen und dass da was getan werden muss. Dann hat man sich nach vielem, vielem Hin und Her letzten Sommer darauf geeinigt, wie das jetzt gehen kann mit einer Grundgesetzänderung. Da hat Bundestag und Bundesrat das beschlossen, aber alle, die es kannten, haben zu dem Zeitpunkt dann auch gleich mit darauf hingewiesen, ja, passt auf, das wird jetzt lange dauern. Und ich glaube, dass es dieses Förderwirrwarr in dem Bereich ist wirklich so kompliziert, schaffen wir es nur in Deutschland. Also das ist zum Beispiel so, Glasfasernetz, sind die sowieso nicht für zuständig, es sind andere Ministerien, nicht Verkehrsministerium.
Endgeräte ist Aufgabe der Schulträger, hat damit auch schon wieder gar nichts zu tun. Es ist, ne, keiner richtig zuständig. Und dann ist es eben so, wir haben jetzt die Grundgesetzänderung, dann muss jetzt erstmal eine Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung gemacht werden, wie das denn konkret zwischen den beiden Ebenen gehen kann. Dann muss jedes Land eine eigene Förderrichtlinie beschließen und die muss halt erstmal gesetzt werden, damit das da ist. Dann können die jeweiligen Schulträger Anträge bei ihrem jeweiligen Land, um Mittel zu machen, zu bekommen, anstellen. Und das sind noch nicht mal die Schulen selbst, sondern die Schulen müssen dann erst bei den Schulträgern klar machen, wir wollen da was und das ist wichtig. Dass das dann eben Jahre und Jahre wieder dauert, bis irgendwas bei den Schulen konkret und im Klassenraum ankommt, war von vornherein völlig klar. Ich glaube, das ist das, was ich meine, wenn ich vom Verwaltungsversagen spreche und wir müssen hier was Grundlegendes ändern, um dahin zu kommen, dass wirklich gezielt was für bei den Schülerinnen und Schülern sich ändert. Es ist in der Tat so, von dem, was ich gesprochen habe, da geht es um die Lernverluste, da geht es von dem, was wir wissen, sozusagen, können wir sagen, man kann kognitive Kompetenztests der Lerninhalte machen und das dann mit den Einkommen verbinden und darüber können wir recht gut solche Prognosen machen. Aber es ist vollkommen richtig, dass wir damit eigentlich alles, was darüber hinausgeht und was auch sehr wichtig ist am Arbeitsmarkt, zunächst mal ignorieren. Da haben wir nur nicht so gute Parameter für, um das zu machen. Dem spreche ich völlig zu, sozusagen. Es wäre wichtig, eigentlich das noch umfassender zu machen. Einiges von dem, zum Beispiel die psychologischen Einstellungen zum Lernen oder sowas, ist natürlich auch positiv korreliert mit den kognitiven Tests, die wir nehmen. Und insofern ist das vielleicht schon Teil dessen, was wir prognostizieren. Und das ist nicht nur die reine Kognition. Das will ich gar nicht sagen. Ich will jetzt schon, die Daten zeigen nur, dass wirklich das kognitive Wissen, das Lernen, ist etwas, was schon sehr wichtig ist für den Arbeitsmarkt. Das sehen wir. Aber es gibt vieles mehr darüber hinaus. Ich glaube, wir haben angesprochen, dass die psychologische Einstellung zum Lernen, soziale Kompetenzen, wenn das sozusagen dazu geführt hat, dass ich sozusagen mit anderen Menschen nicht so täglich interagiere, vielleicht auch gerade mit Leuten, die mir nicht so gut passen. Wir müssen später am Arbeitsmarkt teamfähig sein, in Teams arbeiten können. Und wenn das darunter leiden würde, dann hätten wir weitere negative Effekte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und der ist auch extrem wichtig, ändert sich die psychologische Einstellung zum Lernen? Da habe ich auch eine gewisse Angst vor. Ich möchte zum einen sagen, okay, wir sollten das auch nicht übertreiben. Also wenn wir die Eltern fragen, war das eine große psychologische Belastung, dann haben 2/3 gesagt, nein, haben dem nicht zugestimmt. Also es ist zunächst mal so, dass jetzt nicht alle sagen, sogar sehr erstaunlich, wie viele Eltern sagen, eigentlich sind wir mit der Zeit der Schulschließung ganz gut zurechtgekommen. Was das genau bedeutet, weiß man auch nicht. Ist natürlich gegeben, dass jeder weiß, es ist wirklich eine einmalige Herausforderung, kann man sagen, okay, das hat ja einigermaßen auch geklappt. Aber es ist eben schon auch so, dass eben ein Drittel, ein gutes Drittel, sagt, es waren große psychologische Belastungen, sowohl für die Kinder als auch für uns. Und das heißt eben, es gibt schon einen Teil, wir müssen da mit Heterogenitäten denken, einen Teil, für die das sehr wichtig ist. Und die große Frage ist jetzt eben, wie hat sich das eben auch für die Einstellung zum Lernen verändert, jenseits der generellen psychologischen Belastung, die wirklich eben auch langfristige Konsequenzen haben dürfte. Das kann in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, dass wir wirklich, weil das alles nicht so gut geklappt hat oder weil ich jetzt eigentlich, ne, weiß, mein Gott, täglich 2 Stunden mit der Schule zu beschäftigen, ist ja okay. Wenn ich jetzt auch mal wieder 6 Stunden zur Schule gehen soll und danach noch 2 Stunden Hausaufgaben machen soll, dann kann das für viele Kinder Klick machen und sind nicht mehr dazu bereit. Das wäre ein großer zusätzlicher negativer Aspekt, der da drin wäre. Ist möglicherweise auch, man kann eine gewisse Hoffnung haben, es wird zumindest in Einzelfällen viel darüber berichtet und vielleicht haben einige von uns auch da selber Erfahrungen, dass natürlich schon den Kindern und Jugendlichen zum Teil geholfen hat, das selbstständige Lernen viel stärker einzuproben. Das war jetzt einfach gezwungenermaßen, aber das ist eine sehr wichtige Kompetenz, das Lernen zu lernen, dass man sich selbst irgendwo reinarbeiten kann und möglicherweise hat Corona für einige der Kinder und Jugendlichen und vielleicht gar nicht so einen kleinen Teil dazu geführt, dass das sogar positive Aspekte dafür hat und das ist etwas, was wir wissen, was am heutigen Arbeitsmarkt noch deutlich wichtiger ist als noch früher. Sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man, glaube ich, jetzt gerade, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen, wieder mehr darüber diskutieren wird. So eine richtig gute Evidenz dazu haben wir bis jetzt nicht, wie das funktioniert hat, aber von sozusagen die meisten anekdotischen Evidenzen, die ich höre, ist, dass auch dieser Wechselunterricht nicht wirklich gut geklappt hat. Dass das eben gut für die Tage, so für die halbe Klasse, die sozusagen in der Schule war, für die eine Woche
war das ganz okay. Da wurde der normale Unterricht gemacht und die andere Woche war das wieder mindestens so schlecht wie vorher, weil dann natürlich die Lehrer in der Schule sind, die andere Hälfte unterrichten. Das heißt, es ist niemand da, der überhaupt Feedback geben kann, Online-Unterricht machen kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, das war für eine gewisse Zeit, glaube ich, die richtige Maßnahme, um zu sehen, ob wir denn so wieder in die Schulen gehen können und ob das sozusagen, weil man hat ja viele Informationen nicht, man musste lernen, das ist Leben in Unsicherheit. Aber das haben wir jetzt gelernt. Von daher glaube ich, dass das keine besonders gute Maßnahme ist. Wenn wir gar nicht drum herum kommen und denken, dass das wirklich das ist, was das Infektionsgeschehen deutlich niedriger halten kann, dann wird es wichtig, dass wir das in Zukunft anders nutzen als bisher. Weil was offensichtlich vielfach geschehen ist, ist, dass die Lehrer wirklich einfach die eine Woche den Unterricht gemacht haben, wie immer, und dann gesagt haben, okay, jetzt kriegt ihr hier Hausaufgaben für die nächste Woche. Und zum Teil hat man es einfach umgedreht, okay. Die eine Klasse ist ja jetzt noch nicht in der Schule, den kriegen jetzt die Aufgaben und nächste Woche den Unterricht und dann andersrum. Und das kann ja nicht funktionieren in dem Sinne, dass man das auch eigentlich pädagogisch gut verknüpfen kann, indem man sagt, okay, dann nutzen wir jetzt die Präsenzwoche dafür, dass ich wirklich viel mehr Sachen erkläre, vermittle und dass ihr dann in der Woche drauf, oder wenn man es täglich macht, Tag drauf, das heißt sogar einfacher, aber sonst in der Woche drauf, das jetzt gelernt hat und das jetzt einstudiert, einprobt und das jetzt eben die entsprechenden Aufgaben dazu macht. Das bedarf natürlich eines gewissen pädagogischen Geschicks und da müssen die Lehrer sich darauf einstellen, wenn wir wissen, dass das jetzt häufiger kommen wird, dann müssen wir das genauso nutzen, dass es eben auch für beide Teile dann so gilt, dass man eben die Gruppe, die jetzt eben mit Homeschooling anfängt, eben nicht vorweg die Aufgaben kriegt, die die andere nächste Woche kriegt, sondern dann muss man das eben anders nutzen, aber dann was vermittelt bekommen und dann in der Woche drauf das einstudieren. Das sind halt die jeweiligen positiven Aspekte von Präsenzunterricht, der Vermittlung und dann das Homeschooling, des selbstständigen Vertiefens, muss man dann eben schon auch so einsetzen, dass man die Aufgaben, die man für die Homeschooling-Woche gibt, entsprechend darauf anpasst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es dann sicher sein muss, dass man immer Feedback haben muss, dass das abgegeben werden muss und dass man, wenn die Kinder eben in der übernächsten Woche wieder in die Schule kommen, wissen, dass die Lehrer sich anschauen werden, ob sie in der Woche dazwischen die Aufgaben gemacht haben oder nicht. Ist schon so, dass natürlich alle Länder da vor einer sehr großen Herausforderung waren, dass niemand darauf vorbereitet war und man überall sich sehr unsicher ist, wie es läuft. Und man jetzt eigentlich auch da versucht, gegenseitig voneinander zu lernen. Aber es gibt schon ein Fallbeispiel, was sehr interessant ist, was uns jetzt kurzfristig nicht hilft, aber längerfristig vielleicht schon, was dargestellt wurde, und das ist Dänemark. Dänemark hat vor vielen Jahren ganz stark auf ein digitales Schulsystem umgestellt. Natürlich nicht zum Homeschooling so sehr, sondern eben, das wird halt in der Schule gemacht. Aber das ist so, dass nahezu alle Lehrer, wissen wir eben aus Umfragen, weil das so erwartet wird und gemacht wird, alle Lehrer digitale Medien im Unterricht nutzen. Und das wird zum Beispiel auch dafür alle Schüler eben auch. Und es wird eben auch benutzt, dass eben am Nachmittag die Schüler zum Beispiel Teamaufgaben bekommen, die sie zusammen machen müssen und dazu dann eben sich nicht irgendwo treffen müssen, sondern das wird eben vor allem über die entsprechenden Online-Tools gemacht. Und das haben die jetzt eben seit längerer Zeit quasi eingeprobt. Und für die war dann die Pandemie eigentlich nur die Weiterführung des ganz normalen Unterrichts, wie sie alle kennen, mit anderen Maßnahmen. Dann sitzt man jetzt eben zu Hause und macht das darüber. Das zeigt vor allem, dass es geht und die scheinen da wirklich sehr gut reingekommen zu sein und dementsprechend nicht so hohe Lernverluste gehabt zu haben in der Zeit. Und es zeigt eben auch, was das langfristig bedeuten kann. Das heißt, das können wir jetzt über Nacht nicht machen, aber das ist uns halt vor die Füße gefallen, dass Deutschland in all diesen internationalen Rankings bei der digitalen Ausstattung und Nutzung der Schulen ganz hinten dran stand. Aber vielleicht das Positive, gleichzeitig haben diese Dinge auch gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler selbst sozusagen mit ihren digitalen Kompetenzen im internationalen Vergleich durchaus im Mittelfeld stehen. Das heißt, es fehlt nur, dass die Schulen das auch wirklich nutzen. Ich glaube, die Voraussetzungen dafür haben wir in Deutschland durchaus. Die Frage des individualisierten Lernens ist eine, die sozusagen zumindest in der Pädagogik auch in Deutschland seit vielen, vielen, vielen Jahren betont wird, eigentlich seit PISA gibt zum Beispiel spätestens. Also das ist schon was immer wieder gesagt wird. Und die große Frage ist, wie stark das eigentlich in den einzelnen Unterricht vor Ort umgesetzt wird. Und da hapert es natürlich auch ein Stückchen dran, dass viele Lehrer einfach das nicht in ihrer Ausbildung erfahren haben. Mittlerweile soll das ein viel größerer Teil sein.
die einfach denken, das geht nicht. Wir müssen in Deutschland halt alles separieren und wir haben das System, wo es das Gymnasium gibt und dann eben sozusagen jede Schublade und wir können da gezielt unterrichten. Nur ist die Realität ja, dass wir auch innerhalb jedes dieser Teilsysteme der Schulen eben ganz große Heterogenität haben. Man kommt nicht drum rum. Und wir haben eben gesehen, und das ist vielleicht so klassischerweise, hat man dann immer Finnland gelobt, aber die haben das viel bewusster gemacht, dass jeder Lehrer auch weiß, ja, ich sozusagen unterrichte jetzt irgendwie Bruchrechnungen und die einen müssen die Grundlagen lernen, aber die andere Hälfte der Schüler hat das sofort verstanden und die kriegen dann aber auch Aufgaben, die dann viel herausfordernder sind. Man kann nur hoffen, dass wir da viel stärker drauf hinkommen, weil die Realität ist so, dass wir nicht alle separieren können. Es geht nur, wenn wir das in einem Unterrichtszimmer machen, aber ganz viele andere Länder zeigen, dass das sehr gut geht. Der zweite Aspekt ist natürlich gut, was ist mit den Jugendlichen, die jetzt Schule abgeschlossen haben, weitergehen. Klar, zum einen muss das sozusagen eine möglichst nahtlose Nutzung dieser Sachen weitergeben. Wenn ich jetzt kurzfristig dran denke, ist es natürlich gut, die Unis, das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Feld, da muss man eine eigene Vorlesung drüber machen, sozusagen zu überlegen, was bedeutet das jetzt gerade für die Erstsemesterstudierenden, die jetzt reinkommen und denen vieles eben fehlt, was man sonst hat. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung. Ansonsten die Vorlesungen selbst, sieht man in kleineren Gruppen, hat das erfahrungsgemäß, glaube ich, sehr gut geklappt. In den ganz großen ist die große Gefahr, dass das alles anonymisiert wird, jetzt noch viel stärker als bisher. Im Berufsbildungssystem gilt das Gleiche und da hört man unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt einige Berufsschulen, die scheinbar schon sehr weit waren mit der Digitalisierung und das nutzen können und andere, wo das nicht so der Fall war. Ansonsten kommen da eigentlich die gleichen Herausforderungen auf einen zu, wie wir eigentlich im Schulsystem diskutiert haben. Insgesamt ist jetzt rein für die Jugendlichen an der Schwelle, da wird vielfach gesagt, okay, das ist das nicht das große Problem, diejenigen, die jetzt gerade Abitur gemacht haben. Und natürlich ist das für die eine große Herausforderung. Aber es gibt durchaus auch Forschung, die zeigt zum Beispiel, dass in der Vergangenheit Jugendliche, die eben in einer Rezession ihren Schulabschluss gemacht haben, dass das sogar langfristig positive Effekte für die hatten, weil die müssen ja in dem Moment jetzt keinen Job suchen. Für die, die jetzt einen Job suchen müssen, die haben echte Probleme. Ich glaube, da müssen wir stark drauf fokussieren gerade. Für diejenigen, die gerade Abi gemacht haben, dann ist sogar eher so, dass man zeigen, in der Vergangenheit ist auch so, weil das in Rezessionen dann auch mal mehr zur Uni gegangen sind, weil man eben nicht so schnell was findet. Aber die haben davon profitiert. Das haben langfristig haben die dadurch höhere Einkommen als Vergleichsgruppen, die halt im Boom von der Schule weggegangen sind. Das heißt, es ist jetzt so, für die ist es ja gerade verschoben. Dann geht man jetzt eben auf die Uni und da muss man jetzt durch die ersten paar Jahre, aber dann hat man möglicherweise wieder einen Arbeitsmarkt, der sehr gut aussieht. Von daher, glaube ich, ist der Fokus viel wichtiger jetzt auf die Kinder und Jugendlichen, die eben in den Schulen sind und für die, die gerade wirklich auf den Arbeitsmarkt gehen, weil da wissen wir natürlich, dass das jetzt irgendwie große Probleme gibt. Da sind verschiedene Aspekte drin natürlich. Ich glaube, wenn es jetzt eigentlich darum geht, dass ja jetzt nicht irgendwie ganze Riesenblöcke weggefallen sind, sondern eigentlich etwas Überschaubares, denke ich, dass man schon auch Sachen später nachholen kann. Es gibt die Diskussion, gibt es nicht kritische Zeitfenster oder sowas, aber ich meine, das ist natürlich, da müssen wir gerade drüber nachdenken für Kinder im Grundschulbereich oder gerade auch im Kita-Bereich, dass da einiges weggefallen ist, was nicht sehr leicht nachzuholen ist und man jetzt möglichst schnell dahin gehen muss, dass das nachgeholt werden kann. Aber wenn es jetzt um diejenigen Schüler geht, die kurz vor Schulabschluss sind und jetzt einiges nicht gelernt haben, das ist natürlich so, dass wir alle wissen, dass wir im heutigen Leben eben nicht einmal die Sachen der Schule gelernt haben können und dann die nächsten 50 Jahre auf dem Arbeitsmarkt mit der Kompetenzsituation weiterleben können. Das heißt, sicherlich kann man da und dann möglicherweise auch viel gezielter im weiteren Lebensverlauf vieles aufholen. Wir müssen halt da viel mehr in Weiterbildung gehen und in eine gezielte Weiterbildung. Dafür ist es besonders wichtig, dieses Lernen, dass man weiß, wie man, weil sozusagen Informationen sind ja heute viel leichter da. Wir haben das Internet, das ist halt was anderes als noch vor 20 Jahren. Nur man muss die richtigen Informationen finden und sie nutzen können. Und das muss auch gelernt sein. Und da ist möglicherweise ein positiver Aspekt, zumindest bei einem Teil der Schülerinnen und Schüler, dass sie jetzt eben sehr gezwungen waren, selbstständig zu Hause zu lernen. Und bei einigen da vielleicht sogar positive Aspekte daraus rausgekommen sind und wir müssen das eben insgesamt dann im Bildungssystem bekommen, auch für die Zukunft und gerade auch für die, wo das vielleicht bis jetzt nicht so gut geklappt haben, diese Kompetenz zu vermitteln, wie kann ich denn jetzt, wenn ich irgendwie eine Herausforderung habe am Arbeitsmarkt, nicht so ganz weiß, wie ich die lösen kann,
Wie kann ich mir das jetzt eigentlich erarbeiten, dass ich da hinkomme? Das ist sehr wichtig.